Mein Name ist Dina Lorenz. Und ich bin die Katharina. Und wir haben eine SOS Kinderdorfpatenschaft in Uganda in Entebbe. Ja, also ich finde, eine Dorfpatenschaft macht eben sehr viel Sinn, weil die Leute vor Ort wissen einfach am besten, wo die Mittel gebraucht werden, wo das Geld eingesetzt werden muss, was eingekauft werden muss, wo die Kinder Unterstützung brauchen, wo vielleicht eben auch neue Hütten gebaut werden muss, neue Klassenräume oder was auch immer. Deswegen finde ich das eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ein ganzes Dorf damit zu unterstützen. Weil es kommt ja auch wieder diesen Kindern zugute, wenn das Allgemeingut in diesem Dorf besser unterstützt oder besser gewartet wird in dem Fall, nicht? Weil es sind ja doch dort die finanziellen Mittel sehr beschränkt, und wenn da keine Unterstützung vom Ausland kommt, weil vom Staat selbst kommt nicht viel in sozialer Richtung, dann wären die nicht in der Lage, dort über 200 Kinder zu versorgen. Die SOS Kinderdorfzentrale hält die Paten in der Form auf dem Laufenden, dass man halbjährlich Rechenschaftsberichte bekommt, was mit dem Geld angeschafft wurde, oder wenn man Kinder unterstützt, welche Leistungen die Kinder vollbracht haben, wie sie sich entwickelt haben. Und bei den Dorfpatenschaften bekommt man Fotos und Nachrichten darüber, was mit dem Geld angeschafft wurde. Also Spielplätze gebaut oder Schulsachen gekauft oder so.